Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass ich euch zumindest noch zeige, wo und wie ihr die Zitschig-Gilde annehmen könnt. Und zwar ist das der Herr hier hinter mir. Da laufen wir direkt mal eben hin. Freundin von Walsiren, ich habe einen Vorschlag für euch. Der Wissensbewahrer Zelarus. Sanfte Grüße, Keroval. Ihr müsst mir verzeihen, wenn euch das komisch erscheint. Wir empfangen nur selten Gäste hier auf Atheum. Ich bin Kelarus. Ritenmeister Iachesis hat mir sehr viel über euch erzählt. Ich vermute, dass er etwas mit euch vorhat im Psychic-Orden. Das ist ja super geschrieben, zumal der ja jetzt nicht mehr lebt. Ihr bietet mir einen Platz im Zitschig-Orden an. Bin ich denn überhaupt für eine Mitgliedschaft geeignet? Der Ritenmeister hält große Stücke auf euch. Mehr Beweise, dass ihr würdig seid, wären überflüssig. Der Zitschig-Orden braucht praktische Weisheit. Eine Perspektive von außen. Sofern ich nicht völlig falsch liege, bietet ihr beides. Ihr wärt eine wunderbare Ergänzung für unsere Reihen. Hab Dank. Was soll ich für euch tun? So eifrig seid ihr. Gut. Denn Eifer ist genau das, was wir brauchen. Eure erste Lektion beginnt sogleich. Der Orden hat eine Reihe von Unregelmäßigkeiten auf Tamriel entdeckt. Kleine Risse im Gewebe der Zeit. Ich möchte, dass ihr sie wieder versiegelt. In Ordnung, ich werde diese Risse versiegeln. Wie sollte ich da vorgehen? Die erste Gruppe von Zeitrissen ist auf Summer's End aufgetaucht. Dort solltet ihr anfangen. Geht und sprecht mit meinem Lehrling Josae im Wissenshort. Sie wird euch die Werkzeuge geben, die ihr braucht. Eine Karte, Psychic-Siegel und den Augur des Obskuren. Was braucht man, um ein Psychiker zu werden? Ein edles Herz und eine aufrichtige Hingabe an das Gute. Eine Mitgliedschaft im Psychic-Orden ist etwas Ernstes und Dauerhaftes. Man muss gescheit, aber furchtlos sein. Verschlossen, aber mitfühlend. Es ist nichts, was man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Warum sucht ihr nach neuen Mitgliedern? Ich dachte, ihr wärt eine eigenbrötlerische Gruppe. Zu eigenbrötlerisch, fürchte ich. Die Wahrheit sieht so aus, dass wir alt geworden sind, Keroval. Das ist Fluch und Segen zugleich, schätze ich. Lange Jahre der Zurückgezogenheit ließen uns vieles studieren und lernen. Doch immer zum Preis unserer Verbindung zur Außenwelt. Wir brauchen Jugend. Tatendrang. So jung bin ich auch nicht mehr. Was sind denn die Vorteile einer Mitgliedschaft? Und muss ich dafür bezahlen? Wenn eure Kenntnis der alten Wege wächst, wachsen auch die Belohnungen. Zum Beispiel sind wir bereit, euch neue und mächtige Zauber zu lehren. Wie in allen Dingen ist Erfahrung der beste Lehrmeister. Diese Angelegenheit mit den Zeitrissen wird eure Abschlussprüfung. Irgendwelche weisen Worte, ehe ich mich aufmache? Nur diese. Befreit euch von selbstsüchtigen Gedanken. Die Mitgliedschaft im Psychic-Orden wird euch Ansehen und Macht bringen. Doch solche Ehren führen oft zum Oeknitir, der Veränderung zum Schlechten. Was ihr im Namen des Ordens tut, tut ihr für andere. Nie für euch selbst. Na gut, diese Karte, die ihr erwähnt, wird mir also zeigen, wo die Zeitrisse sich befinden? Die Karte wird euch die ungefähre Lage jedes Zeitrisses anzeigen. Ich bitte um Entschuldigung. Unsere Visionen mögen mächtig sein, aber nicht immer sehr konkret ausfallen. Macht euch zu jedem X auf der Karte auf und setzt dann den Augur des Obskuren ein, um die genaue Lage der Anomalie auszumachen. Wie funktioniert dieser Augur genau? Diese Zeitrisse sind für sterbliche Augen unsichtbar. Der Augur nimmt Zeit und Raum jedoch sehr anders wahr. Wenn ihr durch ihn blickt, wird euch das erlauben, durch den Schleier zu sehen. Um sowohl sichtbare als auch unsichtbare Dinge wahrzunehmen. Dinge wie diese Risse. Sobald ich den Riss finde, benutze ich diese Zitschig-Siegel, um ihn zu schließen? Ha, genau. Stellt sie euch wie so etwas wie Bandagen vor. Oder einen Druckverband. Die Chrononymik, die sie bergen, wird die Risse stabilisieren und die Wände der Zeit um sie herum festigen, was sie harmlos macht. Sie sind sehr leicht einzusetzen. Ich verspreche es.
Was ist eure Rolle hier im Tzitschik-Orden, Kelarus? Ich fungiere hier auf Arteum als oberster Wissensbewahrer. Ein sehr aufgeblasener Titel für eine sehr bescheidene Betätigung, um ehrlich zu sein. Ich beschütze und pflege die Bestände unserer verschiedenen Bibliotheken und Archive. Wache über die Einzelheiten der Geschichte unseres Ordens. Diese Art von Aufgaben. Wie viele Bibliotheken und Archive habt ihr hier? 863 nach derzeitigem Stand. Die persönliche Sammlung des Ritenmeisters natürlich nicht mitgezählt. Macht euch nicht die Mühe, nach ihnen zu suchen. Viele von ihnen existieren nur quasi planar oder in hermetischen Geistsphären. Das hilft dabei, die Ordnung zu wahren. Ihr haltet es für eine bescheidene Betätigung, euch um den Bestand von 863 Bibliotheken zu kümmern? Vergleichsweise ja. Viele meiner Ordensgeschwister verbringen ihre Tage damit, das Wesen wiederhergestellter Seelen zu untersuchen und die Traumrückstände von Ed Ada zu studieren. Trotzdem liebe ich meine Arbeit. Sie verschafft mir zudem die Gelegenheit, Zeit mit unseren Initianten zu verbringen. Dann seid ihr also ein Lehrer? Gewissermaßen. Ich unterrichte Schüler hinsichtlich der Bedeutung von Mitgefühl, Disziplin, Objektivität und Ähnlichem. Den Haupttugenden unseres Ordens. Das kann sehr befriedigend sein. Vorausgesetzt, die Schüler nehmen sich diese Lektion zu Herzen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr zu diesen Schülern gehören werdet. Ja, dann geht's erstmal weiter. Moment, hier rum, rechts rum. Ja. Erstmal an der Stufe hängen bleiben. Wenn dem nicht so wäre, wäre es kein Tee so. Jetzt bin ich immer noch ein bisschen verwirrt. Hier haben wir nämlich auch noch eine Quest. Die sollten wir auf jeden Fall auch machen. Und ich habe die jetzt schon zweimal gesehen beim Reinkommen und habe sie zweimal wieder vergessen, ehrlich gesagt. Sie redet nicht. Ja, kann ich euch behilflich sein? Euer Meister schickt mich. Er hat mir aufgetragen, eine Karte, einige Tzitschik-Siegel und den Augur des Obskuren einzusammeln. Richtig. Ihr seid die neue Initiantin des Ordens. Ich hatte euch noch nicht so schnell erwartet. Sonst bewegt sich hier auf Arteum alles mit einer schneckenhaften Geschwindigkeit. Ich habe die Visionen der Seher auf die Karte dort übertragen und diese Tzitschik-Siegel gesammelt. Aber den Augur... Habt ihr ihn? Ich habe ihn nicht. Bitte sagt es nicht dem Wissensbewahrer. Der Augur brachte mich mit einer List dazu, die Bindezauber zu entfernen, die ihn hier im Wissenshort festhielten. Dann platzte er einfach wie eine Seifenblase und verschwand. Er ist schon vorher einige Male entkommen, aber nie unter meiner Obhut. Habt ihr eine Ahnung, wohin der Augur ist? Gnädigerweise ja. Ich konnte seinen Aufenthaltsort mit einem Wahrsagezauber ermitteln. Er scheint irgendwo am Strand von Korallwasten wieder aufgetaucht zu sein. Es dauerte nicht lange, bis ein paar Meereselfen ihn eingesammelt und versteckt haben. Ihr werdet ihn zurückholen müssen. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. In Ordnung. Ich werde nach Korallwasten reisen und ihn bergen. Ich stehe in eurer Schuld. Ihr werdet ganz sicher den Augur für eure Aufgabe brauchen. Ohne ihn würdet ihr die Zeitrisse niemals finden. Was genau ist denn der Augur des Obskuren überhaupt? Der Wissensbewahrer hat euch das nicht gesagt? Nun gut. Wie erklärt man das? Der Augur ist ein Schädel, also sozusagen. Er ist eigentlich eine kristalline Wesenheit, die an einen Schädel erinnert. Manche meinen, er wäre der Kopf eines uralten Magiers, aber das glaube ich nie im Leben. Warum nicht? Schwer zu sagen. Sobald ihr euch länger mit ihm unterhalten habt, werdet ihr schon sehen, was ich meine. Halt! Der Schädel spricht? Ja, andauernd. Ich glaube, deshalb hat Wissensbewahrer Kelarus mich zu seinem Hüter gemacht. Niemand sonst will ihm zuhören. Ihr müsst wissen, dass er fortwährend lügt, wenn man ihm keine direkte Frage stellt. Wenn man das aber tut, dann muss er einem die Wahrheit sagen. Gut zu wissen. Seid ihr sicher, dass er mir diese Zeitrisse zeigen wird? Das wird er. Das Wecken der Kraft des Augurs verleiht euch das zweite Gesicht. Der Schädel sieht die Zeit anders. Eigentlich sieht er fast alles anders, aber vor allem die Zeit. Ich finde das faszinierend. Ich wünschte nur, die kleine Zecke wäre nicht so hinterhältig. Ich werde vorsichtig sein. Was könnt ihr mir über die Tzitschik-Siegel erzählen? Die Siegel sind eines der ältesten Werkzeuge des Ordens. Sie fungieren als eine Art Anker.
Sie binden einen eigensinnigen Geist oder andere Wesenheiten an einen bestimmten Ort. Als Nirn noch jung war, war auch der Schleier noch durchlässiger, unvorhersehbarer, wisst ihr? Daher erschufen die Altmäher diese Siegel. Gibt es einen Kniff, wie man sie verwendet? Nein, keinen. Wir verfeinern sie seit Tausenden von Jahren immer weiter, wisst ihr? Nehmt einfach eines in die Hand, wenn ihr einen Riss erreicht, und das Siegel erledigt den Rest. Ihr seid also Zelarus' Lehrling? Das bin ich. Ihr seht überrascht aus. Ich habe hier nur nicht viele Leute gesehen, die keine Elfen sind. Richtig, natürlich. Das ist kein rassistisches Vorurteil. Der Psitschik-Orden hat keine offenen Rechnungen. Es ist nur eine Frage der Umstände. Die Psitschik-Lehren sind zum einen eine altmärische Tradition, zum anderen leben Hochelfen sehr lange und haben ein größeres Talent für sie. Wie seid ihr hier in Arteum gelandet? Das ist eine lange Geschichte. Ich war die Erbin einer Magnifica-Krone. Unser Haus war wohlhabend und angesehen. Dann bot Kelarus mir an, nach Arteum zu kommen, meine Pflichten auf der Stelle abzustreifen und das Wohl der Familie in den Händen meines Bruders zu lassen. Und? Er trieb meine Familie in den Ruin und entehrte sie, und zwar ziemlich umgehend. Ich versuche nicht daran zu denken. Sprechen wir über etwas anderes, ja? Ihr habt viel zu tun und nur sehr wenig Zeit dafür. Na gut, dann nehme ich mir mal eben die Karte. Vergesse hoffentlich nicht, dass da hinten noch eine Quest ist. Und muss mal eben schauen. Finde den Augur des Obskuren. Und zwar ist das in In Korallwasten, hier oben in der Ecke. Und Korallwasten findet ihr, indem ihr hier in dieses Verlies reingeht. Da werde ich mich jetzt hin aufmachen und wir sehen uns dann gleich in Korallwasten wieder. Bis gleich. So, da sind wir. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie wir hier am besten laufen. Weil ich möchte natürlich jetzt nicht überall aufgehalten werden. Sondern schon so ein bisschen durchlaufen können. Ja, natürlich. Die kommen alle zurück, aber Hauptsache, sie haben mich jetzt gespottet oder was. So, hier geht's erstmal durch. Dann könnt ihr natürlich so laufen, wie ihr wollt. Ich versuche ein bisschen so zu laufen, dass ich nicht direkt aufgehalten werde. Leider sehe ich jetzt meine Karte überhaupt nicht mehr. Das ist natürlich nicht so schön. Kann die Karte mir mal angezeigt werden? Okay, gut. Jetzt weiß ich wieder, wo ich bin. Hinten ist der Boss. Basti, nicht rumspielen. Geht weiter. So, und dann könnt ihr mit ein bisschen Glück, je nachdem, wie hartnäckig eure Gegner sind, könnt ihr dann hier einmal durchlaufen. Hier müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Hier sind dann noch ein paar Fußgänger, sage ich jetzt mal. Ein paar Leute, die hier rumlaufen. Ich glaube, einen müsst ihr auf jeden Fall... Meereselfen, mögen geflügelte Schlangen und triefende Kisten. Ist notiert. Ah, eine fleischige Zweibeinerin mit dicken Daumen. Hallo! Ihr seid eine Elfin, oder? Oder ein Mensch? Ich habe Schwierigkeiten damit, euch Leute auseinanderzuhalten. Ihr seid nur weniger blau als die anderen. Also, ich meine die Farbe, nicht den Alkohol. Wie dem auch sei. Was kann ich für euch tun? Eure Hüterin, Josaje, hat mich geschickt. Ich brauche eure Hilfe, um Zeitrisse auf Summer's End zu finden. Josaje. Halt! Ihr redet von dieser zittrigen Magierin, die ich ausgetrickst habe, damit sie mich befreit. Sie ist eine Wonne. Ich hatte auf einen längeren Urlaub gehofft. Ich kann so einen Sprung wie diesen nur etwa einmal im Jahrhundert machen. Nun gut. Wenn ich euch aus dieser Kiste hole, werdet ihr mir dann helfen, diese Zeitrisse zu finden? Ich finde es eigentlich ganz bequem hier drin, meine Freundin. Eine gemütliche Unterbringung, das unterschwellige Meeresrauschen und ein schlacksiges Fleischhirn fürs Amüsement. Aber ich schätze, ich sollte los. Diese Elfen wollen mich verkaufen. Könnt ihr euch das vorstellen?
Ich werde euch helfen. Unter einer Bedingung. Was ist die Bedingung? Wenn wir mit dem Flicken dieser chronosymphonischen wenn wir diese Zeitrisse geflickt haben, lasst ihr mich Mundus im Frieden durchstreifen. Keine hohlköpfigen Psychiker mehr, die mich mit Fragen löchern. Schluss mit den staubigen Regalen. Sind wir im Geschäft? Ich werde das mit Wissensbewahrer Celarus besprechen, aber versprechen kann ich nichts. Gut. Also, legen wir dann mal los, oder? Ich habe erst noch ein paar Fragen. Natürlich habt ihr das. Jeder hat Fragen und ich habe alle Antworten. Aber eine Warnung, seid präzise. Ich muss zwar die Wahrheit sagen, aber die Wahrheit ist eine schlüpfrige Angelegenheit, wenn ihr wisst, was ich meine. Was genau seid ihr? Ich bin ein Reisender, so wie ihr. Abgesehen davon, dass... Eigentlich bin ich kein Stück wie ihr, ohne euch zu nahe treten zu wollen. Ich bin etwas, was man einen Aspekt nennen könnte, ja? Wie der Schatten einer Idee. Verzieht nicht so das Gesicht. Ich sage die Wahrheit. Es ist ja nicht mein Fehler, dass eure Sprache so krude ist. Warum steckt ihr in einen Kristallschädel fest? Ich bin nicht in einem Schädel, ich bin der Schädel. Zumindest hier auf Nirn. Drüben im angrenzenden Ort habe ich die Form eines Kissens. Stellt euch das mal vor. Ihr seht verwirrt aus. Das ist doch alles nur eine optische Täuschung. Den Schädel könnte man gewissermaßen eine Manifestation nennen. Eine Manifestation von? Von mir! Ach, das ist doch einfach traurig. Versucht das mal. Stellt euch einen Seelenstein vor. Soweit klar? Jetzt stellt euch vor, dass die Seele darin auch der Edelstein selbst ist. Schräg, oder? Ich mach gerade nach, wie ein Kopf explodiert. Ihr seht das nicht, weil ich keine Arme habe, aber ich tu's. Ihr seid also so gebunden, dass ihr die Wahrheit sagen müsst? Das muss ich. Eine der unglückseligen Eigenheiten des Psychic-Bindungsrituals, das mich hierher gebracht hat. Ich kann euch oder jeden anderen so viel belügen, wie ich nur möchte, außer man stellt mir eine direkte Frage. Ein billiger Trick, wenn ihr mich fragt. Die Psychiker haben euch hier gebunden? Das haben sie. Ein bisschen. Ich bin mir sicher, dass ich ausbrechen könnte, wenn ich es darauf anlegen würde. Aber ich mache Ihnen ehrlich gesagt keinen Vorwurf. Wenn ich wie Sie eine Eichel wäre, die auf einem Ozean des Wissens treibt, würde ich mich auch einfangen wollen. Nun, ihr seid gerade aus Atheum entkommen. Ich schätze schon. Sofortige Translokationen sind aber nicht gerade ein Sonderspaziergang. Der Schleier hier im Mundus ist dick und klebrig, wisst ihr? Wie ich schon sagte, für die absehbare Zukunft liege ich wohl auf Grund. Ach ja. Warum haben sich die Psychiker die Mühe gemacht, euch überhaupt zu binden? Seid ihr wirklich so klug? Seid ihr fertig? Bin ich. Ich hatte ja keine Ahnung, dass ihr so lustig seid. Wir beide werden eine richtig spaßige Zeit miteinander haben. Ja, um eure direkte Frage zu beantworten, ich weiß sehr viel. Und mit sehr viel meine ich so gut wie alles. Warum nennt man euch den Augur des Obskuren? Nun, ein Augur des Offensichtlichen wäre ja auch nicht sehr nützlich, oder? Ich hatte mich ja damals für etwas Eindrucksvolleres eingesetzt. Der prachtvolle Schädel der hexagonalen Wunder. Aber da hat jemand sein Veto eingelegt. Über Geschmack lässt sich wohl nicht streiten. Das ist doch aber nur ein Titel. Habt ihr auch einen wahren Namen? Natürlich habe ich den. Alles hat einen Namen. Namen geben Dingen Gestalt. Vögeln, Schneeflocken, Teekesselchen, ihr versteht schon. Ich würde euch meinen ja sagen, aber ihr bräuchtet 6 weitere Zungen und 2 Zimbeln, um ihn richtig auszusprechen. Also ersparen wir uns das. Na schön, ich habe genug gehört. Setzen wir uns in Bewegung. Sehr schön. Also, wohin? Ich nehme an, ihr habt eine Karte oder so? Ja, und zwar mehr als wisst ihr, wo es jetzt hingeht, ja? Gut. Ihr bringt mich zu einem Zeitriss und ich helfe euch, ihn zu sehen. Diese Tasche ist schon eng, oder? Was ich sagen wollte, wenn wir jetzt E drücken, dann haben wir hier eine Übersicht von Summer's End in diesem Fall. Da stehen die Risse einmal alle drin. Aber es gibt auch ein wundervolles Add-on, wo das Ganze drin ist. Ich gehe mal hier so ein bisschen weiter weg. Ich habe doch ein bisschen Bedenken, dass die hier gleich auf mich zukommen. Und zwar, wenn ich jetzt hier so auf die Karte gehe, dann sehe ich hier natürlich nichts. Aber wenn ich jetzt auf Filter gehe und auf Zeitrisse klicke,
Dann seht ihr hier überall diese großen X'e und das sind halt eben genau diese X'e, wie ihr hier oben schon sehen könnt, die wir auch auf unserer kleinen Karte sehen. Ja, und das ist im Prinzip, wenn ihr einmal das hier unten aktiviert habt, dann ist das Gleiche auch auf den anderen Karten zu sehen. Und das hilft euch eben sehr viel schneller, die Zeitrisse zu finden. Ich werde mich jetzt mal hier rausporten und dann sehen wir uns gleich im ersten Zeitriss wieder. So, dann laufen wir jetzt erstmal zum ersten Zeitriss. Der ist ein bisschen gemein, weil, wenn ich mich richtig erinnere, muss man nämlich am Boss vorbei. Am Weltboss. Jetzt muss ich hier nur mal gucken, wie wir da oben jetzt genau hinkommen. Ahnenseite kann ich allerdings nicht liegen lassen. Ein Riss in der Nähe. Keine Ahnung, warum ihr sie alle versiegeln wollt. Lineare Zeit wird doch überbewertet. Denkt doch mal nach, ihr könntet sterben, bevor ihr geboren wurdet. Halt, das ist eher schlimm, oder? Verzeiht. So, jetzt bin ich nur gerade erstmal am Gucken. Also man muss immer E drücken, wenn man in der Nähe ist. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt genau dahin? Wir kommen nämlich jetzt hier von oben. Der ist aber im Prinzip unter uns. So. Ich glaube hier rechts, oder? Da sind die Wölfe. Ah ja, hier rechts ist es. Das ist nämlich der Trick, wenn man hier rumläuft, da muss man da hinten nämlich nicht zu dem Boss hin. Problematisch wird es jetzt nur, weil ich gerade erstmal gucken muss, wie ich hier wieder reinkomme. Achso, das war die Mutter. Obwohl, nee, ich habe Quatsch geredet. Der Boss ist hier auch gar nicht. Der ist komplett, ja, links von uns müsste der sein. Hier ist auf jeden Fall der Zeitriss. Wieso darf ich hier nicht reiten? So, dann schauen wir mal. Der nächste Riss. Ich würde sagen, das mehr oder weniger nächste ist dann der hier oben. Da reite ich mal eben hin und wir sehen uns gleich dort wieder. Oh, das wird euch gefallen. Ich sehe eine winzige Insel inmitten von... Es ist entweder Wasser oder Katzen. Schwer zu sagen. Hoffen wir auf Katzen, ja? Wasser oder Katzen? WTF. Okay, also hier müsst ihr auf jeden Fall bis zum Ende rüberhüpfen. Ich bin ein bisschen abgedriftet. Und hier ist dann der Zeitriss. So, dann sehen wir uns gleich beim nächsten. Ihr wisst, dass Korallen nur komische Knochen von so einem Sacktierchen sind, oder? Dann ist das hier wohl so eine Art Friedhof. Idiot. Ihr wollt nicht wissen, wie ihre Geister aussehen. Ich sage nur, alter Käse. Ja. Also, da unten kam ich jetzt so nicht rum. Deswegen versuche ich es jetzt mal eben von der Seite aus hier. Aber ich glaube, man kann, wenn man da runter reitet, von unten auch noch irgendwie da ran. Nur ich will jetzt hier nichts verpassen. Ja, genau. Ja, das wäre der dritte Zeitriss. Ihr seht ja, wie einfach das Ganze geht. Und so geht es halt immer weiter. Ich werde jetzt hier oben zu dem Zeitriss reisen. Da sehen wir uns dann auch gleich wieder. Ah, ein Gruselhaus auf einem Cliff. Toller Ort für ein Riss. Da drin sind garstige Dinge geschehen. Das kann ich euch sagen. Ich würde zittern, wenn ich Nerven hätte. Ich scherze. Sterbliche Angst ist zum Totlachen. Dann
frage ich mich gerade nur, welche sterbliche Angst. So, hier müsst ihr ein bisschen aufpassen. Hier sind nämlich überall Spinnen auf dem Weg und Skelette. Ja, und ich mache mich jetzt, wie ihr oben rechts sehen könnt, zum nächsten Riss unter uns auf. Bis gleich. Ah, da ist ein Riss hier. Die Stadt ist ein bisschen zu protzig, was? Zumindest für sterbliche Maßstäbe. Wo ich herkomme, wäre das hier kaum mehr als ein Abort. Ich scherze natürlich. Wo ich herkomme, pinkelt keiner. Mhm. Ja, jetzt bin ich gerade am Gucken. Ich glaube, das ist unten genau auf den Felsen drauf gewesen. Autsch. Ja, genau, da hinten ist es. Wenn ihr nah genug dran seid, ihr seht ja, dass wir jetzt nochmal E drücken könnten. Wenn ihr nah genug dran seid, seht ihr das Ganze auch so. So, ich gehe jetzt wieder eins weiter runter zum nächsten Riss. Und da sehen wir uns dann gleich. Mehr Ruinen. Wisst ihr, jeder Stein erzählt eine Geschichte. Ich meine das übrigens wörtlich. Diese Mauer da drüben jammert ständig, dass sie den Regen hasst. Finden wir diesen Riss und verschwinden wir, ja? Ja, und um den zu finden, müsst ihr einmal hier hinter reiten. So, dann haben wir noch drei Risse übrig. Ich würde sagen, wir machen das in der Reihenfolge erst der hier, dann der da unten und dann als letztes der hier. Wir sehen uns gleich beim ersten unten rechts. Bis gleich. Dieser Riss ist in einem Zoo? Boah, wisst ihr, Tiere finde ich endlos spannend. Sie sind ein bisschen wie wandelnde Pflanzen. Hm? Nur mit mehr Flüssigkeiten. Geht. Was für ein schlimmes Wort. Flüssigkeit. Da ist das Wassergehege. Ich komme nur nicht rein. Jetzt. Ach Gott. Also, eigentlich wäre der Eingang hier vorne gewesen und dann quasi direkt nach rechts, wo ich auch rumgeritten bin. Aber ich bin hier irgendwie anscheinend. Ich glaube, da hinten ist der Eingang. Und ich bin hier anscheinend direkt dran vorbei auf der anderen Seite. Ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen blöd gelaufen gerade. Ihr müsst auf jeden Fall nach diesem Wasserbecken hier Ausschau halten. So, kommen wir von hier aus da unten raus? Ich glaube ja, aber es wird ein bisschen kompliziert werden. Hier kommen wir theoretisch auch noch raus. Oder? Ist hier ein Ausgang? Laufe ich gerade falsch? Ich laufe mal hier raus. So, wir müssen uns auf jeden Fall hier immer am Wasser entlang halten. Wie ihr seht, da vorne ist auch gerade ein Weltereignis aktiv. Ein Riss am Meer. Oh, ich liebe die See. Schade, dass ihr sie nur in drei Dimensionen sehen könnt. Die ganzen Quasi-Töne und invertierten Zahlenformen. Ich nehme das zurück. Wenn ihr das sehen könntet, würde euer Fleischhirn explodieren. Ja, er mag mein Gehirn irgendwie so oft, wie er darüber redet. Ich weiß auch nicht. So, wir müssen uns relativ oben an den Felsen halten, um dann hier wieder runterzukommen. Oder ihr könnt natürlich auch direkt von unten aus dahin laufen. So. Wirst du hier schon getriggert? Natürlich wirst du getriggert. Und Basti ist natürlich mal wieder nicht da, wenn man ihn braucht. Jetzt müssen wir wieder alles alleine machen. So. Sehr schön. Dankeschön. Ich werde mir hier unten nochmal eben die Scherbe holen
Und wir sehen uns dann gleich hier unten am Wegschrein von Sonnenfeste wieder, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. Ich höre einen Riss in der Nähe. Ihr nicht, oder? Schätzt euch glücklich. Klingt wie ein Schwarm Bienen in einem Metalleimer voller Glöckchen. Ein bisschen wie der Krach, den Baden macht. Ja. Und hier unten am Wasser ist dann der letzte Riss. So, damit haben wir alle 9 Risse hier auf Summer's End. Ich mache mich jetzt wieder zurück auf nach Arteum. Und da sehen wir uns dann gleich wieder. So, wir müssen natürlich wieder zu... Ist das hier rein? Ja. Nee, wir müssen zum Wissensbewahrer. Wir müssen nicht zu seiner Gehilfin. Hier ist er. Willkommen zurück, Initiandin. Habt ihr getan, warum ich euch gebeten habe? Sind die Zeitrisse auf Summer's End wirklich versiegelt? Ja, ich habe alle Risse auf Summer's End versiegelt. Gut gemacht. Sehr gut sogar. Ihr scheint mir schon bestens vertraut mit den lenkenden Tugenden unseres Ordens zu sein. Selbstlosigkeit, vorausschauendes Handeln, Genauigkeit im Denken und Wirken. Ihr werdet ein wahrer Gewinn für den Orden sein. Da bin ich mir sicher. Vielen Dank, Wissensbewahrer. Was kommt als nächstes? Sprecht mit Yusaye. Sie wird bestimmt wissen wollen, dass der Augur in Sicherheit ist. Ja, ich weiß alles über sein plötzliches Verschwinden. Es ist gut, dass ihr ihn geborgen habt. Ich habe sie angewiesen, euch etwas zu geben. Euren ersten Schritt auf dem Pfad. Sie erwartet euch im Wissenshort. Vielen Dank. Ich werde losziehen und mit Yusaye sprechen. So, Moment, da müssen wir hier einmal links rum. Und hier beim nächsten rein. Ich bin zurück. Dem Himmel sei Dank. Ihr seid zurück. Ich hoffe, dass der Auge euch nicht zu viel Ärger gemacht hat. Ich weiß, dass er einen ganz schön beschäftigen kann. Nun, der Wissensbewahrer hat mich gebeten, euch etwas zu geben. Das erste von vielen Geschenken. Was ist das? Das wertvollste Geschenk überhaupt. Wissen. Bitte setzt es mit Bedacht ein. Als ich meinen ersten Zauber erlernte, verbannte ich versehentlich eine Kröte ans andere Ende der Zeit. Zumindest glaube ich, dass das geschehen ist. Denn bisher ist sie nicht wieder zurückgekommen. Glückwunsch. Ihr habt euch dies... und meinen Dank verdient. Ja, und damit erhalten wir dann die Fertigkeitslinie des Tzitschik-Ordens und eine unidentifizierte Kopfbedeckung aus Summer's End. Erstklassige Arbeit auf Summer's End. Wirklich erstklassig. Leider haben wir ein weiteres Problem. Seid ihr bereit, wieder aufzubrechen? Ja, wo liegt das Problem? Unsere Seher haben weitere Zeitrisse entdeckt. Dieses Mal in der Iljak-Bucht, meiner Heimat. Der Wissensbewahrer und ich werden weiter nach dem Auslöser dieser Störungen suchen. In der Zwischenzeit müsst ihr sie versiegeln. Alles klar. Soll ich die gleiche Ausrüstung wie beim letzten Mal verwenden? Ja. Nehmt diese Karte der Region, weitere Psychic-Siegel und den Augur. Ich hoffe nur, dass die Risse nicht noch stärker geworden sind. Passt auf euch auf und achtet darauf, dass Alikre all dies übersteht, ja? Ich weiß, ich sollte nicht. Ich muss den nötigen Abstand wahren. Vergesst es. Keine Sorge, ich werde diese Zeitrisse versiegeln. Mögen die alten Wege eure Schritte lenken. Der Wissensbewahrer war sehr beeindruckt von eurer Arbeit auf Summer's End. Es ist zwar schwer, ihn als Meer kennenzulernen, aber mit Lob war er stets großzügig. Ich wünschte nur, ich wäre eine bessere Schülerin. Ihr denkt, ihr wärt eine schlechte Schülerin? Nun, nicht im herkömmlichen Sinn. Versteht mich nicht falsch. Ich bin eine äußerst fähige Magierin. Das hat den Wissensbewahrer überhaupt erst auf mich aufmerksam gemacht, als er mich in der Alike fand. Ich habe nur Mühe mit einigen der tiefergreifenden Lehrstunden, der Philosophie dahinter. Von welchen Lehrstunden sprecht ihr? Der Psychic-Orden ist keine einfache Ansammlung von Zaubermeistern. Er vertritt eine Weltanschauung, wisst ihr? Eine Geisteshaltung.
Es reicht nicht, nur eine talentierte Magierin zu sein. Man muss auch lernen, die Dinge anders zu sehen. Stets eine distanzierte und von Tugendhaftigkeit geprägte Sichtweise einzunehmen. Das habt ihr noch nicht getan? An manchen Tagen denke ich, dass ich Fortschritte mache. An anderen Tagen wiederum, an Tagen wie heute, sehe ich nur, wie weit mein Weg noch ist. Ein wahrer Psychiker würde sämtliche Völker und Regionen als gleichwertig erachten. Doch für mich, ein Teil von mir hat die Alikre nie verlassen. Mein Herz ist immer noch in der Wüste. Euch liegt es also mehr auf der Seele, dass dies in eurem Heimatland geschieht? Ja. Ich würde es gegenüber dem Wissensbewahrer niemals zugeben. Aber ja. Es tut mir leid. Ich wollte euch damit nicht belasten. Ihr fangt schließlich gerade erst an. Vergesst einfach, dass ich etwas gesagt habe. Passt auf euch auf. Ja, dann schauen wir uns nochmal eben die unidentifizierte Ausrüstung an. Eine Kopfbedeckung ist es. Helm des Greifen haben wir erhalten in Lehrend. Können wir auch direkt schon mal binden hier drauf. Ja, und dann würde ich sagen, da das mehr oder weniger immer alles das Gleiche ist, was hier abläuft. Es sind allerdings zwei verschiedene Arten von Rissen. Einmal gibt es diese Risse, wie wir sie jetzt gemacht haben, die wir aufsuchen müssen, die einen festen Standpunkt haben. Dann gibt es noch weitere Risse, die sind, ich glaube, auch nicht so viel. Ich meine, das sind dann auch nicht 9 Stück, sondern ein bisschen weniger. Da werden aber auch diese X'e angezeigt, aber bei diesen X'en, das ist immer nur der Anfangspunkt. Das heißt, da ist dann so, ja, ich sag mal eine kleine Wolke mit einem Schwänzchen hinten dran und in die Richtung, wo diese Wolke zeigt, also dieses Schwänzchen quasi hinzeigt, in die Richtung müsst ihr euch dann bewegen, um noch eine weitere Wolke zu finden. Und das geht dann immer so weiter, bis ihr dann irgendwann den Platz gefunden habt, wo ihr wieder einen Riss schließen müsst. Und es ist nicht schwer, es hört sich vielleicht jetzt ein bisschen kompliziert an, aber es ist nicht schwer. Ich werde jetzt nicht die ganze Reihenfolge von den Psychikern hier durchgehen. Da gibt es genügend Tipps zu im Internet, wo ihr was finden könnt. Ich werde euch allerdings jetzt mal eben die Seite von unserer Homepage kurz einblenden. Und zwar findet ihr unsere Homepage auf www.diehungrigenwölfe.wordpress.com. Da gibt es dann einmal hier oben Guides, da geht ihr dann auf Psychic-Orden leveln und dann findet ihr hier diese Seite, für falls ihr das nochmal in Ruhe nachlesen möchtet. Da steht auch nochmal genau erklärt, was wir jetzt im Endeffekt heute gemacht haben. Der Ruf der Psychiker, dass wir zu Josaye geschickt werden und so weiter, was wir heute alles gemacht haben. Hier steht auch nochmal, wie das Add-on heißt, das heißt nämlich Map Pins. Damit könnt ihr das Ganze soweit einschalten mit den X'en. Und hier findet ihr dann auch eine Übersicht, wo diese Risse sind, weil das nicht überall so hundertprozentig klar ist und man tatsächlich nur ein bisschen mit Durchklicken der einzelnen Gegenden sonst herausfinden würde, wo es ist. Also wenn ihr zur Iljak-Bucht müsst, sind das 3 Risse, einmal Glenumbra, Sturmhafen und die Alika-Wüste. Dann bei Risse von Frost und Feuer geht ihr nach Ostmarsch, Rift und Steinfälle. Dann gibt es nochmal eine weitere Quest für euch. Da gibt es dann zum Pelin-Friedhof nach Bankorei. Das ist unter Immerfort. Zu Lekis Klinge, das ist in der Alika-Wüste. Zum Hist, das ist ein Schattenfen. Und zu den Giftzahnspitzen, das ist in Deshan. Da muss man dann allerdings, wie hier schon steht, nicht die Risse schließen, wie wir das bisher gemacht haben. Sondern da muss man, ja gut, Risse aktivieren, so heißt das. Das sind diese weißen Kügelchen, die einen dann immer wieder weiter lotsen, bis man ans Ziel kommt. Also was ich jetzt mit weißen Wölkchen gerade benannt hatte. Dann gibt es einen Riss inmitten der Bäume. Das sind dann wieder diese 9 Risse. Die gibt es dann in Grünschatten, Malabaltur und Gratwald. Dann bei Eine Zeit für Schlamm und Pilze geht es auf nach Schattenfen, da gibt es 4 Zeitrisse und nach Deshan, da gibt es 5 Zeitrisse. Die Überreste der Türme, da führen die uns dann nach Steinfälle zum Wegschrein bei den Brüdern des Zwists, nach Sturmhafen zum Wegschrein Trauernder Riese und nach Grünschatten zum Wegschrein von Grünherz und nach Kargstein zur Zaubernarbe.
Da bekommt man dann, wenn man das alles gemacht hat, die Körperbemalung der Tzitschik. Dann die Quest in Zeit der Schatten der Unheilsklippe. Da muss man wieder neun Risse machen, und zwar in Kluftspitze. Ein Riss jenseits der Kargheit sind 6 Risse diesmal in Kargstein. Und dann bei der letzten Quest, der Sturz der Türme, da muss man in ein Verlies namens die Mine von Divas Verdruss gehen. Das ist in der Alika-Wüste. Da muss man dann noch einen Endkampf bestehen und dann hat man diese ganze Tzitschik-Linie durchgelevelt. Ja, dann hoffe ich doch mal, dass diese Informationen euch für die Zukunft reichen, wenn ihr das Ganze selber spielen möchtet. Und wir konzentrieren uns dann weiterhin auf das Let's Play hier. Ich habe hier noch 2 Quests übrig, die werde ich in den nächsten 2 Folgen oder vielleicht auch mehr, wenn die jetzt länger sein sollten, machen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.